Hallo und herzlich willkommen zurück. Oha. Da haben wir im passenden Moment jetzt gerade reingeschaltet, weil hier gerade ein Velociraptor eine Ziege erledigt hat. Die anderen scheint das jetzt nicht besonders zu stören. Die denken sich, oh, frisst du nur, ich habe mein eigenes Fressen. Ja, ich schau mal eben nach. Irgendwie ist das Soziale jetzt runtergegangen. Ich weiß nicht, warum das runtergegangen ist. Obwohl einer mehr... Nein, es ist gar keiner mehr gekommen. Weil wir haben nämlich in der letzten Folge einen Velociraptor ausgebrütet, der immer noch nicht ausgebrütet ist. Der braucht aber... Nein! Ich wollte gerade noch sagen, der braucht unheimlich lange und jetzt ist er kaputt gegangen. Das ist nicht euer Ernst. Wisst ihr eigentlich, wie teuer diese blöden Viecher sind? Wir sollen nämlich einen Velociraptor mit einem Angriffswert über 55 machen, damit wir Geld kriegen. Jetzt haben wir schon 140.000 ausgegeben, um den auszubrüten. So viel werde ich niemals durch den Auftrag bekommen. Ja, okay. Also ich hätte dann, wenn der jetzt funktionieren würde, hätte ich dann 100.000 Gewinn gemacht. Ein Inventurplatz-Upgrade sollen wir auf dem Fossilienzentrum anwenden. Das haben wir jetzt schon erforscht. Wir haben es nur noch nicht angewendet. Das machen wir eben in der Zwischenzeit. Ja. Ich habe schon so viele Gebäude und alle sehen sie gleich aus. Hallo, was mache ich denn hier? Aber das können wir auch mal kurz machen. So, das Wenn ist Sie ein so weitermachen, neuer. Werden Sie es noch sehr weit bringen. Das will ich doch hoffen. Hallo. Reiten ich habe eine neue Gelegenheit. Sie wird eine Herausforderung, denn es geht um einen kranken Dinosaurier. Gefährlich. Klingt gefährlich. Nicht gefährlicher, Dr. Malcolm, als unsere sonstige Arbeit hier. Hören Sie genau hin. Hören Sie es? Ah, da. Ich glaube, das war er. Mein exakter Wortlaut. Wir würden 1,5 Millionen bekommen, wenn wir das schaffen. Bereiten Sie sich auf den erkrankten Dinosaurier vor... Bauen und mit Strom versorgen. Ja, verstehe ich jetzt nur irgendwie nicht so ganz. Also ich muss jetzt ein neues Forschungszentrum bauen, oder wie? Und eine neue Ranger-Station? Achso, Ihnen wird in Kürze ein kranker Dinosaurier auf dem Luftweg zugestellt werden. Wir müssen die Art der Krankheit ergründen und ein Heilmittel finden. Doch zuvor müssen wir die Anlage entsprechend darauf vorbereiten. Stellen Sie... zuallererst sicher, dass Sie sowohl über einsatzbereite Ranger als auch über ein betriebsbereites Forschungszentrum verfügen. Okay, das heißt also mit anderen Worten, dass ich jetzt erstmal keine Forschung betreiben darf, nehme ich mal an. Ja, wir machen es einfach mal, ne? Wir starten einfach mal die Mission. So, die gute Ich bin froh, dass Sie Dr. Malcolms Vorbehalte nicht einschüchtern konnten. Ich weiß nicht, ob er übervorsichtig oder einfach nur neidisch ist. Vielleicht beides. Egal. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Okay. Wie ich bereits erwähnte, bekommen wir demnächst ein krankes Tier und müssen uns darauf vorbereiten. An die Arbeit. Habe ich richtig gehört? Sie bringen einen kranken Dino in unsere Einrichtung? Ich bete, dass Sie wissen, was Sie tun, denn ich habe keine Ahnung. Ja, das hoffe ich zumindest, ne? Wir machen jetzt erstmal eben... Das ist aber das Tempo. Forschung öffnen, kaufen. Ah, verbessert. Das habe ich die ganze Zeit drin gehabt und ich habe es nicht gekauft. Ich bin so doof. Ich bin so doof. So, Forschung öffnen. Das heißt, dass das jetzt noch in der Forschung drin ist, nehme ich mal an. Nein, es ist nicht drin. Ich habe es noch gar nicht gemacht. Ich bin auch so blöd. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es schon gemacht. 4 Minuten verbleibend. Okay, also eigentlich sollte mein Forschungszentrum ja frei sein, wenn der Dinosaurier da ist. Aber es wird jetzt nicht ganz frei sein. Oha, ich glaube es... Oder? Nee, noch höre ich keinen, der es an... der einen Dinosaurier anliefern möchte. Fällt mir ein, wir haben jetzt gerade erst den Kleiderladen hier
gekauft. Und ich würde schon gerne mal gucken. Wird an Ihren Park geliefert. Sind Sie bereit, ihn um 200.000 zu transportieren? Wie? Geben Sie mir 2 Minuten? Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. So, mal schauen. Jetzt gehen die Einkäufe hier wieder runter. Ja, ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz mit dem größeren. $17 pro Minute. Also wir lassen das jetzt erstmal hier so drin. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch ein bisschen Geld mit. Geben Sie mir 2 Minuten, das ist gar nicht so schlecht. Weil ich weiß nicht, wie lange das Forschungszentrum hier noch braucht. Es braucht noch 3 Minuten, das ist natürlich nicht so toll. Und die sind in einer Minute da, das ist noch schlechter. So, das können wir direkt mal verkaufen. Ui, da haben wir nochmal sehr schöne DNA bekommen. Ein Dinosaurier. Oh, sehr gut. Wir können ihn freilassen. So, das extrahieren wir noch. Diese Gelegenheit ist zu gut, um sie sich entgehen zu lassen. Also, nehmen Sie sie wahr. Ja, ich hoffe, das kann jetzt nebenbei laufen hier. Ich habe jetzt nur so halb gelesen, wenn ich jetzt ehrlich bin. So. Jetzt hat er mich gerade ein bisschen abgelenkt. Also die Forschung ist noch nicht ganz bereit. Der Diplodocus kommt. Ich vermute, dass wir jetzt gleich irgendwie ein Team brauchen, was ihn irgendwie ruhig stellt oder so. Aber wir können ihn schlecht aussondern, weil er hat dann da oben kein Wasser. Oh nein, in 3, 2, 1. Aha, okay, dann lasse ich mir nochmal 2 Minuten geben. Dann müsste auf jeden Fall die Forschung gleich wieder frei sein. Das ist perfekt. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich habe hier Upgrades drin. Verbesserte Leistung. Ersetzen, Ausfallschutz dementsprechend dann auch ersetzen. Das ist wunderbar. Das ist richtig geil. Da oben habe ich noch mal eins. Das hat die Leistung erstmal erhöhen. Ausfallschutz erhöhen. So, damit unsere Kraftwerke auch schön Strom produzieren. Haben wir hier oben nicht noch eins? Nee. Das ist nur eine Entwicklung. Die sind aber ganz schön weit auseinander. Na gut. Oh, der hat noch gar keinen Upgrade. Das ist natürlich schlecht. So, den haben wir jetzt erstmal ein Upgrade verpasst. Und wir müssen ja noch unseren Dinosaurier freilassen. Die Zeit nutzen. Und die Forschung ist gerade abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ja, Ansprüche gedeckt, wenn gleich der Dinosaurier kommt. Diese Mission ist dank Ihnen ein Erfolg. Ach so, genau. Das war das. Jetzt weiß ich wieder, was es war. Sozial sollten wir auf jeden Fall jetzt nicht noch mehr Tiere reinsetzen. Er sozialisiert sich, das ist schön. Die haben wohl eine sehr geringe Toleranzgrenze in Sachen Geborgenheit. Das ist natürlich nicht so gut. Oh. Wird in den Park ausgeliefert? Ja, von mir aus. Ziel auswählen. Wählen Sie einen freien Platz ohne Hindernisse oder andere Dinosaurier. Moment, wir haben aber... Haha, wir haben doch noch unser Mini-Gehege hier.
Da setzen wir den jetzt erstmal rein. Haha. Da habe ich jetzt schnell. Das ist ein Langhals. Ist das geil. Der hat natürlich dafür ein viel zu kleines Gehege. Das ist jetzt richtig. Aber das ist jetzt erstmal nur. Ich meine, ist schon krank. Ach so, krank. Genau. Meine Ranger-Station. Moment. Produkt wurde zugestellt. So, krankes Verstanden. Tier. Mein Alpha. Mein Alpha. War nur der eine krank? Okay. Also kann ich jetzt keinen zweiten auswählen? Unbekanntes Heilmittel zur Behandlung benötigt. Okay. Das sind drei krank. Ach, die anderen jetzt auch. Oh Gott. Aufgabe hinzufügen. Den zweiten bitte auch. So. Dann nehmen wir Team 2. Die dürfen sich dann darum kümmern, hier mal das aufzufüllen. So, der dritte Dinosaurier. Gut, das ist der jetzt. Der ist auf Wassersuche. Okay. Der hat zu viel Wald, würde ich jetzt mal sagen, und zu wenig Gras. Aber es ist auf jeden Fall ein Pflanzenfresser, was schon mal gut ist. Weil wir den dann nämlich rechts mit reinsetzen können. Was wir jetzt, glaube ich, auch mal eben machen werden. Moment. So, Moment. Dinosaurier betäuben. Aufgabe erhalten. Unbekannte Kranke, das finde ich gar nicht gut. Eigentlich wollte ich ihn ein bisschen gesondert lassen. Aber die Geborgenheit geht natürlich runter, wenn er jetzt da allein bleibt. Das ist auch nicht gut, weil dann wird er natürlich versuchen auszubrechen. Leute, trefft doch einfach mal. Ah, jetzt haben sie getroffen. Okay, sehr schön. So, das heißt, wir können jetzt direkt ein zweites Team rausschicken, das ihn jetzt raus einsammelt und erstmal hier das Gehege reinmacht. So, Forschungszentrum. Dann muss ich jetzt mal schauen. Ja, medizinische Behandlung kann ich aber nicht. Haha. Freischaltungsbedingungen nicht erfüllt. Welche sind das denn? Benötigt 3. Ich glaube, wir sollten noch mal ein Forschungszentrum hier irgendwie aufbauen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Expedition. Transport im Gange. Unter Gehege war das doch nicht. Ranger-Station? Akku-Zentrum. Achso, pro Insel kann nur an einen. Pro Insel kann nur ein Forschungszentrum gebaut werden. Haha. Ja, und nu? Das ist jetzt schlecht, würde ich mal sagen. Das heißt, dass der definitiv sterben wird, was natürlich ziemlich schade ist, weil das ein sehr, sehr schönes Tier ist. Er hat nicht genug Grasland. Ja, sozial ist natürlich auch nicht so dolle, wobei das natürlich sich noch ändern kann, wenn da jetzt die anderen kommen. Geborgenheit an sich ist gut, aber die Gesundheit, die macht mir da jetzt doch sehr zu schaffen. Aufträge sind der Motor dieser Welt. Ja, oder war das Geld? Wie auch immer.
Also, wir können ihn gerne erstmal heilen, aber... Anfrage bestätigt. Wir haben kein Heilmittel dafür. Das ist natürlich blöd. Verstanden. Das ist jetzt richtig blöd. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt hier... Mit Ihnen in meinem Team können. Sind wir unaufhaltbar. Wirklich gut gemacht. Wir haben früher so gut zusammengearbeitet. Ich dachte, Sie wollen vielleicht noch eine Chance. Machen Sie mit. Nochmal ein Raptor. Das ist natürlich so eine Sache. Ein Dilophosaurus, den kann ich jetzt, glaube ich, machen, aber diesen Ankylosaurus... Ach so, und bringen sie in Gehegen unter. Also es ist relativ egal wo, die müssen da nicht zusammen in ein Gehege. Das ist schon mal gut, aber... Das möchte ich bitte jetzt erstmal nicht jetzt machen. Weil ich nämlich ein ganz anderes Problem habe. Ich drücke irgendwie immer falsch. Ich weiß auch nicht. Aufträge. Ich möchte nämlich in Sachen Forschung einen neuen Auftrag haben, weil ich irgendwie so die Vermutung habe. Achso. Diese Herausforderung sieht interessant aus und ich habe gleich an Sie gedacht. Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Okay. Ja, gut. Den A-Funde? Achso, das sind die anderen. Ja, klar. Okay, also wir sollten auf jeden Fall die Expedition erstmal wieder wegschicken. So, haben wir denn hier noch irgendwas mit Null? In dem Fall jetzt leider nicht. Ja, ich schätze, das werden wir jetzt wohl erstmal nicht so schnell machen können. Und schon wieder ein Tropensturm. Ich liebe es. So, der... Ach, diesen Ankylosaurus, den haben wir sogar, sehe ich gerade. Okay. Das ist gut. Ich weiß noch gerade nicht, was das für einer ist. Ah, das ist der neue. Okay, ja, der soll eigentlich ein extra Gehege, weil ich mal vermute. Ich habe irgendwas habe ich gelesen. War das hier unter Info? Wie kleiner Fleisch. Achso, das ist ein Velociraptor, willst du mich veräppeln? Daten werden nach dem ersten Brutvorgang verfügbar. Okay. Vielleicht dann doch nicht. Ich meine, ich hatte mal irgendwo gelesen oder gehört, dass man den nicht unbedingt mit anderen zusammensetzen sollte. Weil er sonst gerne mal ausbricht wohl. Oh, oh, wir sind schon mittendrin. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Hilfe. Nein, ich will nichts entwickeln. Nein! Wo ist das Ranger-Labor? Ich bin zu weit links. Da. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt den erstmal. Bestätige Aufgabe. Okay. Team 2. Einmal den Kleiderladen reparieren und das hier ist glaube ich noch nichts. Ich glaube, es bleibt auch erstmal so. Ja, erstmal den Kleiderladen reparieren und. Team 3 bitte einmal die Futterkrippe aufholen. So. Eieiei. Die heilen. Sollen wir dafür das da... Ach so, so. Der hat doch Zugang zu einer Futterquelle. Warum bleibt der denn hier unten? Jetzt. Nein. Ach so, er hat ja keine. Ach ja, ich verstehe. Ich bin so blöd. Um das Tier zu heilen, müssen wir Forschungen anstellen. Vielleicht können wir das Ausmaß des Problems abschätzen und es isolieren. Ich stelle fest, Sie und Dr. Duer haben ein krankes Tier in den Park gebracht und suchen jetzt nach einer Heilung.
Das gefällt mir nicht. Aber wie immer werde ich nicht gefragt. Wie auch immer, halten Sie den Dinosaurier von den anderen Tieren fern, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Nee, die kehren zur Basis zurück und haben noch nicht mal alles gemacht hier, oder was? Hallo? Geht's noch? Ja, das ist genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Dankeschön. Ich hab zwar Sie haben Besucher und Tiere einem Risiko ausgesetzt. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, ich weiß. Zaunreparatur. Oh nein, oh nein, oh nein. Das habe ich zu spät gesehen. Oh, 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 oh. Komm, 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 den dritten Zaun auch reparieren. Nein, ein Velociraptor ist ausgebrochen. Ich hab's leider erst zu spät gesehen. Ich krieg gerade die Krise. Hilfe. Hilfe, wo ist er? Da. Oh, ist noch einer ausgebrochen. Da. Ach du Scheiß. Ach so, das sind die. Ich dachte jetzt gerade schon. Jetzt kann ich... Den sollen wir danach auch noch betäuben. Jungs, beeilt euch! Ein krankes Tier? Achso, das ist immer noch er. Oh. Aber den sollten wir mal... noch mal heilen, damit er hier nicht... Kommt auf die Liste. Hey, hier ist Ihr Freund Isaac. Und ich habe etwas für Sie. Und damit meine ich das Angebot, dass Sie etwas für mich tun könnten. Klingt gut, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Wir nehmen es erstmal an. Diese Gelegenheit ist zu gut, um sie auszulassen. Ich weiß, dass ich das immer sage. Aber ich meine es auch immer ernst. So, das Tier... Bitte einmal hier rein. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und das Tier, was nehme ich mal an, der Raptor sein soll. Produkt wird eingesammelt. Bitte auch da rein. Hier ist noch ein dritter irgendwie. Das ist dann vermutlich der dritte Raptor, nehme ich mal stark an. Sammle Produkt ein. Ich hoffe es zumindest, weil sonst haben wir nachher ein Problem, weil dann wird nämlich ein anderes Tier kaputt sein. Produkt unterwegs. Ja, das gehört dann wohl auch dazu, dass mal wirklich das Chaos ausbricht in diesem Spiel. Deswegen werden wir diese Folge auch etwas länger halten, um zu sehen, dass wir alle Wohnbarkeiten zurückkommen werden. Ich kann dem nicht folgen. Der Arme. Die Ziege läuft noch unten und sie hat es nicht rausgeschafft. Und die Raptoren waren clever. Einer ist schon wieder hier. Oh Mist, dann habe ich jetzt irgendein anderes Tier gerade reingemacht. Oh, ich ahne fürchterliches. Oder hatten wir jetzt vier Raptoren? Wir hatten jetzt vier Raptoren und da wird jetzt einer runtergelassen. Der transportiert noch einen Raptor. Wir hatten vier Raptoren, okay. Ja, du brauchst keine Zukunft zu kriegen. Es ist alles gut. Alles gut. So, dann schauen wir noch mal kurz auf der Karte nach. Ja, das kranke Tier ist leider immer noch krank. Das Problem ist jetzt nur... Also ich habe es jetzt so verstanden. Ich schicke noch mal eben ein Ranger-Team raus, um das noch mal eben zu heilen.
Damit ist. Ja, ich bin ja schon dabei. Zustellung wurde abgeschlossen. Zweites Team. Soll dann hier auch nochmal eben aufholen. Ich dachte eigentlich, das haben sie eben schon gemacht, aber okay. Dann gehen wir nochmal eben in die Forschungsstation. Ob wir da eventuell. Ja. Okay, dann forschen wir nochmal ganz schnell. Nein, ich will das nicht abbrechen. Ich wollte es eigentlich erstmal reinmachen, aber ist in Ordnung. So, die 2 Minuten, die überspringen wir jetzt mal ganz schnell. Und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir das Tierchen heilen können. Dank Ihnen haben wir Strom. Das ist ja nett. Forschung. So, die Forschung ist gerade, wo ich nachgucken wollte, beendet. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ein Ranger-Team rausschicken und werde den kranken Dinosaurier heilen lassen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, wie viel es mich jetzt gekostet hat. So, dann schauen wir mal. Weil ich den Dinosaurier jetzt leider nicht hier drunter sehe und nicht sehen kann, ob er jetzt wirklich geheilt wird oder nicht. Ah, da wird sogar das Alpha-Tier eingezeichnet. Okay. Das meinte ich. Man kann nämlich leider nichts sehen. Doch, da ist ein bisschen was zu sehen. Wasser ist essentiell und Ihre Dinosaurier brauchen reichlich davon. Warum sorgen Sie sich nicht um Ihre Bedürfnisse? Jeder soll doch einfach was trinken. Hallo? Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Ah, sehr schön. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben jetzt die Krankheit geheilt. Wunderbar. Wo läuft denn jetzt schon wieder hin? So kann ich ja gar kein Foto machen. Ich wollte aber doch ein schönes Foto machen. Du bist ein süßes, putziges Tierchen. So, ich werde aber trotzdem mal kurz gucken, bevor ich jetzt hier die Folge beende, dass ich dir auch was Wasser bringe. Warum? Auf Wasser suche. Ja, du solltest doch klopf, einfach klopf. Zum Wasser noch gehen. Wer ist da? Neuer Auftrag. Das war's auch schon. Auf 95%, okay. Das können wir natürlich machen. Was? Jetzt kommt der nächste Kranke auf uns zu. Das finde ich jetzt aber gar nicht lustig. Das werden wir auch definitiv nicht mehr in dieser Episode machen können. Ich werde jetzt hier erstmal so ein bisschen Wasserloch noch hinsetzen, damit der nicht dauernd da hinten auf Wassersuche gehen muss. Jetzt ist er natürlich nach hinten rumgelaufen, der Trottel. Er hat jetzt zu wenig Grasland. Okay. Was ist mit den anderen? Bei denen ist das Grasland okay. Das heißt, ich müsste eigentlich das Gehege noch ein wenig vergrößern. Ja, Wald.
Okay, also ich würde sagen, dass ich das dann beim nächsten Mal mache, dass ich dann das Gehege hier noch ein wenig vergrößere, weil, na ja gut, es ist jetzt ein sehr großer Dinosaurier drin. Die brauchen natürlich sehr viel Auslauf. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.